5 Tüten im Auto. Ach je. Und wozu bin ich denn im Ruhrpott Märchenwald? Blaue Elfe! Was siehst du denn schon wieder, Geppetto? Was ist denn mit dir los? Na, ich war am Duschen. Warum hast du denn nicht wenigstens ein Handtuch vor dieses Trauerspiel gezaubert? Ich komm dir gleich mit Trauerspiel, du alte Knautschfresse. Ich treib dir gleich mit meiner Fliegenklatsche deinen Elfennudismus aus. Mensch, ich brauch die 5 Tüten aus dem Auto. Sag das doch gleich. Geht doch. Bitte sehr. Hau ab. Ja, du mich auch. Ach, und wer räumt mir jetzt den ganzen Mist und Krempel in die Schränke? Oh, blaue Elfe. Boah, ey, von dir hat man heute aber auch keine Ruhe. Oh, der türkise Kleid steht dir gut. Hast du dir nur leider falsch rum angezaubert. Was sagst du? Oh, stimmt. Besser? Besser. Ja, hör mal, kannst du mir mal eben die Sachen in die Schränke reinzaubern? Das wäre nett von dir. Was bist du, ein fauler alter Schreinersack? Ach, Mensch. So. Ach, und ein Massagesessel und ein Fußbad. Ach, und ein Feierabendbier, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich glaub das doch nicht. Hier, hast du. Sonst noch was? Ach, wenn du jetzt schon fragst, so ein netter Schmöker wäre nicht schlecht. Will sehr. Das ist ja ein Märchenbuch. Das ist die Geschichte vom Ruhrpott Märchenwald. Ach so. Ah ja, ja, dann wollen wir doch mal reinschauen, was da so drinne steht. Ah, schau an. Genesis des Ruhrpott-Märchenwaldes. Es war einmal ein ruppiges, aber liebevolles Elfenvolk, das lebte glücklich und zufrieden auf dem fernen Planeten Elfonasia. Doch ach Graus, ach Schreck, die Diamanten im Planetenkern waren nun fast weg. Das lag daran, dass immer wenn Elfen zaubern, sich ein Diamant in Methangas verwandelte. Je mehr die Elfen zauberten, umso größer wurde die Methangasmenge nun und so blähte sich der Planet auf und wurde dicker und dicker und dicker und dicker, bis die Elfenkönigin befahl, das Zaubern zu unterlassen, damit Elfonasia nicht zerplatzen würde. Alle Elfen hielten sich daran. Alle bis auf eine. Ich hätte gern ein Köpfchen, ja. Oh oh. Noch während der Kalpirinja-Wunsch Elfonasia in die Luft jagte, zauberte die blaue Elfe das gesamte Elfenvolk mit Sack und Pack zum nächstgelegenen Diamantendepot in den Ruhrpott auf die Erde. Was ist das denn so dunkel hier? Das ist so dunkel, da finde ich meinen Mund ja gar nicht, um den Kalpirinja zu trinken. Du hältst jetzt mal schön an die Klappe, Trinkerbell. Guck dir mal an, was für ein Chaos du verursacht hast mit deinem blöden Kalpirinja-Wunsch. Die haben alle voll die Panik. Wenn ich uns nicht hier hingewünscht hätte in letzter Minute, dann wären wir alle verloren gewesen. Ich habe uns gerettet, Mensch. Vielleicht sterben wir trotzdem. Wer weiß denn, was für eine Mörderhöhle du uns hingewünscht hast. Hier, nimm mal die Taschenlampe, dann könnt ihr ein bisschen besser sehen. Du denkst aber auch an alles. So. Oh, guck mal. Sind das große Diamanten. Unglaublich. Alles funkelt und glitzert hier unten. Wie soll's jetzt weitergehen? Du hörst ja, wie hysterisch die alle sind. Irgendwer muss die beruhigen. Ja, jetzt wär's ja ganz gut, wenn wir unsere Elfenkönigin mal parat hätten. Wo ist sie eigentlich? Blondes, langes Wallerhaar, lila Kleid mit rosa Puffärmeln und Sing-Song-Stimme. Die ist da hinten zwischen den Felsen und versteckt sie, glaube ich. Tinkerbell, du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Komm schnell hin. Warum rennt sie denn weg? Halt, stopp, hallo. Hab ich sie. Warum rennst du denn weg vor uns? Bin ich doch gar nicht. Bitte wohl. Bin ich gar nicht. Ich wollte ja nur auskundschaften, wo wir hier sind und wie wir hierher gekommen sind. Ja, das war ich. Ich habe uns mit dem letzten Wunsch noch mal eben zum nächsten Diamantendepot gewünscht. Und das ist jetzt nur hier auf diesem Planeten. Irgendjemand müsste mal ausprobieren,
ob das mit dem Zaubern hier klappt. Da traut sich aber keiner, weil alle Angst haben, dass uns dieser Planet hier auch noch um die Ohren fliegt. Was machen wir denn jetzt, Euer Majestät? Ich habe da gerade eine spontane Eingebung. Du, meine liebe Elfe, da du uns ja gerettet hast, wirst dich auf die Oberfläche dieses Planeten zaubern. Und das erste Wesen, das dir begegnet, wird ein magisches Wesen sein. Und das wird uns den Weg weisen für die Zukunft der Elfenwelt. Tschüssi! Ich werde noch ein bisschen mich... Weiter verstecken? Ja, ganz genau. Naja, hilft ja nichts. Muss ich halt wieder ran. Unsere tapfere Elfe zauberte sich also an die Erdoberfläche. Dort landete sie in einem Eichenhainbuchenwald. Sie arbeitete sich durch das dichte Gehölz bis zu einer Lichtung vor. So ein Mist! Man hört hier überall Wesen, aber man sieht sie nicht. Ach, guck mal da! Da ist ja eins. Ach. Oh, und wie erhaben das aussieht. Da muss ich unbedingt mal hin. Ach nee, aus dem Dickicht hier raus. Ja, jetzt krieg ich ja fest. Ach Mann. Ich grüße dich, du erhabenes Wesen. Könntest du mir verraten, auf welchem Planeten ich mich gerade befinde? Oh, das ist jetzt nicht so ganz meine Sprache. Was mache ich denn jetzt? Ach, wozu habe ich einen Zauberstab? Das mit dem Zaubern funktioniert ja wieder. Ja, dann wünsche ich mir jetzt einfach, dass du meine Sprache sprichst. Und zack. Ob man das blaue kleine Ding noch essen kann? Ich könnte vielleicht mal die Uschi fragen. Die weiß sowas. Vielleicht beiße ich auch einfach mal rein. Du beklopptes Viech mit dem Riesengeweih beißt dir überhaupt nirgendwo rein. Wo kommen wir denn da hin? Was ist das denn für eine Begrüßung? Das Essen kann ja sprechen. Ich hab noch nie sprechendes Essen gegessen. Das ist ja komisch. Das Vieh hier ist ja noch blöder als dumm wie Stroh. Ja, zauber ich mir das Vieh einfach schlau. Und ab dafür. So, wollen wir nicht mal testen, ne? A² plus B² gleich? C². Super, das klappt ja. Ja, ich bin eine Elfe vom Planeten Elfonasia, das heißt Ex-Planeten, der ist in die Luft geflogen leider. Ich habe uns gerade alle hier auf diesem Planeten gezaubert, aber jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt. Erde. So, und was ist das für ein Fleck hier, wo wir sind? Das ist der Ruhrpott, wo wir hier sind. Und was bist du für einer? Ich bin der Hirsch. Daraufhin erzählte unsere Elfe, dem Hirschen, die Geschichte der Misere der Elfenwelt und des Armageddon. Und als sie fertig war, da antwortete der Hirsch ihr: Also ich als weiser Ruhrpott-Hirsch würde sagen, zaubert euch doch einfach erstmal an die Oberfläche. Ja, sind wir denn hier auch sicher? Ja, also da kann man mal so oder woanders sehen. Also es gibt hier diese Fürstäbtchen. Die holzen hier den ganzen Wald ab, um daraus Holzkohle zu machen und damit Eisen herzustellen. Das ist aber voll blöd für mich, weil ich verliere jetzt natürlich meinen Lebensraum. Und meine Idee wäre jetzt, ihr zaubert euch an die Oberfläche, verwandelt den Wald in einen Märchenwald und helft mir, mich vor den Äbtissinen zu schützen. Was sagst du dazu? Wir leben dann alle hier gemeinsam in diesem Wald? Jo, ist doch schön hier, oder nicht? Ja, super, immer, dann haben wir einen Deal. Ich geh mal runter und hol die anderen. Die kleine Elfe zauberte sich zurück unter die Erde zu den anderen Elfen. Dort berichtete sie allen davon, was der Hirsch ihr geraten hatte. Und die Reaktion darauf war die folgende. Ja, und dann haben sie sich umgehend an die Erdoberfläche gezaubert und gemeinsam verwandelten sie jetzt diesen Forst, so wie der Hirsch es geraten hatte, in den Ruhrpott-Märchenwald. Ja.